Schönen guten Tag, wir sind wieder vom privaten Fernseher hier. Wir haben heute einen Italiener, der hat eine neue italienische Pizzeria eröffnet und den wollen wir mal heute interviewen. Ja, schönen guten Tag. Ja, wer sind Sie? Ich heiße Giuseppe Regatoni, Regatoni Giuseppe. Oh, schön. Und seit wann haben Sie jetzt eröffnet? Ich habe gestern habe ich aufgemacht, Pizzeria bei Corpini-Straße aber aufgemacht. Jetzt. Und wie war das? Kamen da sehr viele Leute? Oh. Ich bin gestern aber so viel getrunken. Die Leute sind gekommen, alle haben gesagt, Giuseppe, Giuseppe, die Pizzeria gut gemacht, das ist wirklich schön gewesen. Ja. Und jetzt wollte ich fragen, wie sind die Räumlichkeiten? Sind da so, wenn ich mal mit 50 Leute von privaten Leuten da können, haben die Plätze zum Sitzen oder wie sieht das aus? Ich habe einen Sitzplatz. Wenn ich komme, einen kann sitzen und andere kann warten. Und dann habe ich 15 Stehplätze. Wie geht das denn? Ein Sitzplatz und die anderen müssen stehen? Ja. Wo sollen die anderen? Im Garten dann gehen? Und wie stellen die sich vor? Sollen die Teller in der Hände halten dann oder so? Wie ist das? Ja, weiß ich nicht. Ich habe die Anordnung, die Stadt hat gesagt, ein Sitzplatz, ich weiß auch nicht, wie geht es. Aber sie haben viel bekommen, ne? Kann das sein? Ja, ich habe gestern habe ich die Eröffnung gemacht. Und habe ich getrunken, heute ist die Öffnung auch, bin ganz fertig. War da bestimmt Ramazzotti oder so Ramazzotti getrunken und so? Ne, Ramazzotti war nicht da gewesen. Ramazzotti ist in Italien, ja. Ich meine, diesen Schnaps, diesen Ramazzotti-Hund. Ramazzotti, ja, nicht die Sänger, ist in Italien. Der Sänger, Ramazzotti. Und jetzt wollte ich sagen, und wenn ihr dann, habt ihr auch einen Biergarten? Ja, wir haben eine Gasse, da sind Kartoffeln, da ist Kartoffeln, Mohren sind Kohlrabi sind alles ist in der Garten. Oh, aber das passt doch nicht für die Pizza. Ihr müsst doch so einen Biergarten haben, wo die Leute sitzen können. Stellen Sie mal vor, die fallen da mit den Stühlen um plötzlich und sitzen in der Kartoffel drin. Wie ist das denn dann? Ja, ich jetzt habe ich gesagt, einen Sitzplatz. Jetzt, wenn ich will, ich gucke in die Garten und dann mache ich immer quattro mesi. Also, das heißt so, wenn der Sitzplatz wieder frei ist, kann wieder ein Nächster sich hinsetzen und die anderen stehen alle an bis zur Toilette oder so. Ja, muss es der bis zur Toilette? Bis zur Toilette, okay. Und wenn jetzt einer hat die Karte, la Karte, ja. Ich habe ja erst la Karte. Ja. Man muss hier gesagt, alle machen es lang. Ja. Aber das ist nicht normal, ne? Oder finden Sie das schön? Ja, da ist meine Hoffnung gemacht. Ja, jetzt, wenn kommen alle jetzt, dann kommt in die Straße 55, mache fertig. Und dann gibt es auch gute Lasagne und Pizza, alle. Gibt alles drin. Alles inklusive. Und alles. Sehr sauber alles. Und sauber, okay, ja. Okay. Nur die Sitzplätze sind nicht gut. Okay, ja, dann sagen wir noch einen schönen Tag. Wir wünschen viel Erfolg für die nächsten Jahre, ne? Ja, ist okay. Ja, gut. Auf Wiedersehen. Ja, tschüss.